Schönen guten Morgen oder schönen guten Tag. Herzlich willkommen an der Rosa-Parks-Schule. Ich freue mich sehr, dass ihr euch für unsere Schule interessiert. Leider ist es ja so, dass wir euch die Schule nicht persönlich zeigen können. Deshalb machen wir diesen kleinen Videogruß an euch. Ich werde euch gleich mitnehmen ins Gebäude, Sie natürlich auch, und werde ganz kurz zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen unsere Schule vorstellen. Wir sind die Gesamtschule der Stadt Herten, die Rosa-Parks-Schule, eine Schule für alle Kinder. Es gibt hier die Möglichkeit, von der 5. bis zur 13. Klasse, also bis zur Q1, alle Abschlüsse zu erreichen, die möglich sind. Und deshalb nehme ich Sie ja jetzt mit, mal auf den Weg ins Haus. Kommen Sie bitte mit! Nehmen Sie und euch jetzt kurz mit in den Verwaltungsbereich. Ja, das ist unser Sekretariat. Kommt mal einfach mit rein. Hier sitzt Frau Antschak gerade noch in einer Videokonferenz, aber wir kommen gleich vorbei, Frau Antschak. Ja, und wir gehen jetzt erstmal zur Abteilungsleitung 5 bis 7. Ah, und wir kommen an den Sekretärinnen vorbei. Frau Grabusch und Frau Graf, unsere beiden guten Seelen, die immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, die man immer am Telefon hat, die auch ein Pflaster haben und was alles sonst noch zum Alltag einer Schulsekretärin gehört. Und jetzt gehen wir weiter und dann stelle ich Ihnen und euch den Rektor der Abteilung 5 bis 7 vor, den Abteilungsleiter Volker Helfrich. Wir gehen jetzt in sein Büro. Ich muss mal eben gucken, ob er nicht in einer Videokonferenz ist. Herr Helfrich, hallo, hast du kurz Zeit? Ja. Dann würde ich mich freuen, wenn du dich einmal den neuen Schülerinnen und Schülern vorstellen würdest. Ja, und ein bisschen was über unsere Schule erzählst. Hallo, ich nehme jetzt als erstes mal die Maske ab. Wir sind ja alleine, damit Sie mich ganz sehen. Also, ich bin der Volker Helfrich. Ich bin bei uns im Schulleitungsteam für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 zuständig und damit auch für Sie dann erster Ansprechpartner für alle Belange, die Ihre Kinder betreffen. Ich wollte ein bisschen was zu unserer Schule erzählen. Wir sind natürlich eine Ganztagsschule. Das heißt, die Kinder haben bei uns von 8 bis 16 Uhr Unterricht und haben dann ein ganz vielfältiges Angebot hier an der Schule. Wir haben natürlich den normalen Unterricht, aber in der Mittagszeit und im Nachmittagsbereich haben wir auch Angebote für die Kinder, um den Schulalltag ein bisschen spannender und abwechslungsreicher zu gestalten. Wir haben eine Mensa, in der die Kinder essen können. Da können sie sich für ein Essensangebot anmelden und wir haben Betreuungsangebote, wir haben offene Angebote, wo die Kinder spielen oder Hausaufgaben machen, ein bisschen Zeit mit ihren Klassenlehrern verbringen können, um einfach ein bisschen positive Zeit zu haben. Ab dem Jahrgang 6 wird das Angebot dann noch erweitert. Da haben wir im Nachmittagsbereich sogenannte Mittwochskurse. Da haben wir dann externe Partner, die mit den Kindern Sportangebote machen, kreative Angebote, Basteln, Kunst und alles Mögliche, was den Kindern so Spaß macht. Ja, ich würde sagen, dann gucken Sie sich weiter die Schule an. Ich glaube, für die Sekundarstufe 2 haben wir auch noch einen ganz tollen Beitrag vorbereitet. So, ich freue mich, Sie bald hier begrüßen zu können und hoffe, dass wir uns bald hier sehen können. Jetzt habt ihr schon und Sie, Volker Helfrich, unseren Abteilungsleiter für die Jahrgangsstufen 5 und 7 kennengelernt. Jetzt möchte ich noch einmal schauen, ob Frau Antschak jetzt mit der Videokonferenz fertig ist und ob sie einen Augenblick für uns Zeit hat. Kommt mal bitte mit. Hallo, ich begrüße Sie herzlich an der Rosa-Parks-Schule und hier im Büro der Oberstufenleitung. Mein Name ist Caroline Anschak, ich arbeite seit 15 Jahren hier bei uns an der Schule. Das Beratungsteam der Oberstufe besteht neben mir noch aus 3 weiteren Beratungslehrern, die Sie von der Anmeldung in der EF bis zu Ihrem Abitur in der Q2 begleiten, beraten und unterrichten. Uns als Oberstufenteam ist es ganz wichtig,
dass sie mit allen Anliegen und Wünschen zu uns kommen können. Und deswegen sind wir in den Pausen und auch in den Freistunden immer für sie da. Als Schülerinnen und Schüler in der EF kommen sie aus verschiedenen Schulen zu uns. Und damit sie sich bei uns wohlfühlen und auch gut ankommen, unterrichten wir in der EF im Klassenverband die meisten Fächer, sodass sie auch immer eine feste Bezugsgruppe haben. Die Schullaufbahnberatung steht bei uns im engen Verhältnis zur Studien- und Berufswahlberatung. Deswegen haben wir Talentscouts der Westfälischen Schule hier vor Ort, die sie beraten. Der Kunstbereich mit einem eigenen Atelier ist bei unseren Schülern und Schülerinnen sehr beliebt und zeichnet sich vor allem durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern aus. Neben Englisch und Spanisch bieten wir auch ab dem nächsten Schuljahr Türkisch als neu einsetzende Fremdsprache bei uns an. Und sie erhalten noch einen Methodenkurs, um sie auf die Anforderungen der Oberstufe vorzubereiten. Ich finde das sehr schade, dass Sie aktuell aufgrund der Pandemie unsere Schule nicht persönlich kennenlernen können und hoffe, dass Sie mit diesem Video einen kleinen Einblick in unsere Schule erhalten. Für Fragen können Sie mich per E-Mail oder telefonisch erreichen und ich freue mich, Sie persönlich bei Ihrer Anmeldung hier kennenlernen zu können. Tschüss, bis bald. Ja, das war's. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie und Ihr Interesse an unserer Schule habt. Ich wollte noch einmal sagen, die Anmeldezeiten sind sowohl für die Oberstufe als auch für den Jahrgang 5 im Februar. Die Termine haben Sie alle über die Grundschulen oder eben über die Homepage mitbekommen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Sie können hier im Sekretariat anrufen unter der Telefonnummer 30 37 20 oder uns eine Mail schreiben an info@rps-herten.de. Sie finden aber auch alle Angaben auf der Homepage. Schön, dass Sie da waren. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.